stimmt. Wir haben noch zwei Segmente, deswegen drücke ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube hier in meiner Funktion als Moderator. Wir müssen noch zwei Awards vergeben. Und zwar einmal den Spieler der Saison Award. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf eure Nominierungen. Wir können dann nachher gerne demokratisch einen bestimmen oder lassen einfach alle fünf nebeneinander stehen. Vielleicht wird es auch viermal der gleiche Spieler, ich weiß es nicht. Raik, willst du gerne mal mit deinem Spieler der Saison einfach mal loslegen? Kann aus meiner Sicht eigentlich nur Jonas Hector sein. Selbst mit dieser langen Verletzungspause, die er zwischendrin hatte und mit den eigentlich vergleichsweise wenigen Spielen, die er gemacht hat und vielleicht zu anderen Saisons, wenn ich mir einfach nur die letzten vier, fünf Saisonspiele inklusive der Relegation anschaue, dann kann das für mich eigentlich nur Jonas Hector sein. Muss es ein FC-Spieler sein? Doch irgendein Kieler Torwart oder so. So haben wir nicht gewettet. Ja, ihr dürft auch davon abweichen, alles gut. Wer wäre es denn, wenn es kein FC-Spieler wäre, Axel? Na, es war Quatsch. Okay, ich dachte, jetzt käme Robert Lewandowski lieber auf die letzten Meter oder sowas. Nee. Ja, aber ich gehe komplett mit Raik mit. Für mich ist auch Jonas Hector. Was tatsächlich auch in die Bewertung dieser Mannschaft mit einfließen muss. Dass Jonas Hector der Spieler der Saison ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geschrieben habe. Ich glaube bei euch, Thomas, bei fc.com. Ich habe selten gesehen, dass in der Bundesliga ein einzelner Spieler so eine Rolle spielen kann. Nach dem Motto, mach was du willst, alle Bälle zu Jonas, der richtet das schon. Das war so ein bisschen Österreich 2016 oder 18 war es, glaube ich, mit David Alaba. Nur dass David Alaba es eben nicht geschafft hat, daraus Profit zu schlagen. Aber also diese Überlegenheit, das hast du sonst wirklich nur irgendwie in einer Kreisklasse, wo einer mitkickt, der schon mal irgendwie Regionalliga gespielt hat oder so. Und der ist dann so ein bisschen im Alleingang versucht zu wuppen. Aber das Geile ist eben auch, dass er es ja geschafft hat. Der hat mal höher gespielt. Ja, ne? Ja, genau, der hat mal höher gespielt, richtig. Oder der Cousin spielt bei Bayern in der Nachwuchsmannschaft oder sowas. Nur das Geile ist eben auch, dass er hat mal Auswahl gespielt. Genau. Das hat eben auch funktioniert bei Hector. Also das ist ja das Geile. Der hat ja auch richtig viele Fahrkarten geknipst tatsächlich in seiner Halbstürmerrolle. Aber er hat trotzdem im Alleingang halt irgendwie den Leipziger Kommerzverein abgeschossen. Er hat das alles quasi weichenstellende 1-0 gegen Kiel im Rückspiel geköpft. Das ist einfach geil, was der geleistet hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich gerade in so einer Heartbreak-Phase mit Podolski bin. Ich muss halt echt sagen, dass Jonas dem langsam den Rang in meinem Herzen abläuft, als mein FC-Spieler Nummer 1, ich jetzt selber habe spielen sehen, weil ich ja nicht die keine Ahnung, Oberrad oder Tünnen oder sonst was Generation bin. Der läuft gerade bei mir echt den Rang ab. Ich muss halt echt sagen, wenn ich Trikots beflocken lassen würde, ich glaube, ich würde sie mit Hector beflocken tatsächlich. Für mich war es auch noch nicht mal unbedingt, ja klar, diese zwei Tore gegen Leipzig, die stechen da natürlich raus, aber es war eher diesen Kampfgeist und diesen den berühmten Spirit, den er irgendwie mitgebracht hat und auch die Enttäuschung, die er gezeigt hat. Wenn ich mich so zurückerinnere, wie er dann da nach dem Mainz-Spiel an der Außenbande da saß und erstmal völlig runter war, aber dann trotzdem im nächsten Spiel dann wieder Gas gegeben hat und sich halt eben nicht hat hängen lassen, sondern immer gesagt hat, hey, das bedeutet mir hier was. Ich will jetzt nicht den anderen Spielern komplett absprechen, dass die diesen Geist dann irgendwie nicht gehabt haben, aber da hat er schon einfach allein deswegen rausgestochen. Und ich meine, alle haben ja irgendwo, als er damals dann Kapitän geworden ist, gesagt, ja, eigentlich ist er dafür zu ruhig und eigentlich ist er dafür zu zurückhaltend. Wahrscheinlich ist das einfach auch nur der Eindruck, den wir nach außen ein Stück weit haben. Ich meine, diesen 24-7, da kann man ja drüber denken, was man will, aber so ein paar Einblicke kriegt man da ja durchaus dann auch schon. Das war schon irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Und das hat ja auch ein Stück weit ja auch immer gefehlt. Ne? Du hast ja immer die gleichen Sprüche nach den Spielen gehört und dann wurde dir immer erzählt, ja, das war ja alles gar nicht so schlecht und wenn das jetzt gewesen wäre und wenn der Ball reingegangen wäre, dann wäre das ja irgendwie alles gut gelaufen. Da fand ich ihn einfach ein bisschen offener und ein bisschen klarer und gerade jetzt dann in der Schlussphase der Saison hat er da um Längen rausgeragt gegenüber allen anderen. Hat vor allem gespielt wie ein Kapitän. Ne? Ist ja egal, was er intern so alles macht, aber er hat gespielt wie ein Kapitän. Und was man ja auch, wie du gerade schon sagtest, bei 24/7 oder 24/7 sieht, dass der ja auch die ganzen Halbzeit-Taktik-Geschichten macht. Ne? Das ist ja, also Markus Gisdol eh nicht, aber auch nicht Friedhelm Funkel. Das ist Jonas Hector, der in der Halbzeit steht und sagt, hier, ihr müsst
so und so verschieben. Ihr müsst darauf achten, dass bei Ecken nicht der Ruben Vargas von hinten einläuft oder sowas. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das ist für mich einfach rundherum ein echter Kapitän. Egal, was da irgendwelche Medienbilder von ihm zeichnen. Und da habe ich wirklich ganz, ganz großen Respekt vor. Vor allem, wenn man sieht, was der für eine schwere Zeit hatte vor der Saison. Ne? Also überraschend der Bruder gestorben. Davor ist ja schon sein Manager, der auch so ein bisschen der väterliche Freund war, verstorben. Und dann so auf den Platz zurückzukommen, nach langer Verletzung ja auch, oder nach dieser Nackengeschichte, die auch hätte ganz böse enden können. So dann zurückzukommen, ist schon tatsächlich aller Ehren wert. Da ziehe ich meine, alle Hüte, die ich habe, ziehe ich davor. Ganz großen Respekt. Für mich ist diese Saison halt wirklich die Jonas-Hector-Saison. Wobei ich gerade ein bisschen schmunzeln musste, als du meintest, ja, er hat dann gesagt, hier passt auf den Ruben Vargas, der von hinten einläuft. Hat nicht Ruben Vargas das 2-3 gemacht? Weil halt die Spieler auch nur begrenzt das umsetzen, was ihnen von außen erzählt wird. Ne? Ich weiß ja nicht, was der gesagt hat. Der hat auf irgendeinen Spieler halt hingewiesen. Ich glaube, das war nach dem Schalke-Spiel, hat er mich darauf hingewiesen, dass hier der ich komme gerade nicht drauf auf den Namen hier, der kleine Tempodribbler von Schalke, dass man auf den aufpassen muss. Ja, vielleicht war Harit, genau, ich weiß gerade nicht mehr wer. Weil er meinte, die allen anderen, die können eh nichts, achtet nur auf den, das ist der Einzige, der hier Gefahr bringen kann. Ja, also fand ich bemerkenswert, dass er es tut. Großen Respekt. Habe ich jetzt, glaube ich, genug zum Ausdruck. Der Einzige, der bei Schalke mal höher gespielt hat, ne? Ja, genau. Der Einzige, der Bundesliga in dem Ort bei Schalke. Ja. Für mich gibt es nur einen Spieler der Saison, das ist völlig klar, Jannis Kilian Horn, allein für den tollen Freistoß gegen Freiburg, das muss man hier an der Stelle auch nochmal würdigen. Das geht nämlich immer unter, weil dieses Spiel danach so wirklich dramatisch verlaufen ist, dass Jannis Kilian Horn aus 40 Metern einen Freistoß, ich glaube, bis in den Adenauer Weiher geschossen hat. Anstatt einfach zu flanken. Also dafür, allein für die Chuzpe da, das so zu machen, ist der Titel vergeben. Nee, ich bin tatsächlich bei Elias Skiri, muss ich sagen. Also sowohl torgefährlich als auch im Mittelfeld von der Wichtigkeit her nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in der ganzen Saison. Glaube ich, der einzig Konstante auf dem Platz über die Saison hinweg. Dafür hat Jonas leider zu oft gefehlt, das muss man sagen. Deswegen habe ich Elias auch extrem gegönnt, dass er den Deckel auf diese Saison machen durfte mit dem 5-1 in Kiel. Und ist es ja auch bei FC.com geworden, wo ich ja mittlerweile den Diktator machen darf und einfach sage, das ist jetzt so. Ja, ist keine schlechte Wahl, Thomas. Danke. Gerne. Hat Gnade gefunden. Ja, also ich tendiere auch zwischen Skiri und Hector, würde mich jetzt aber dann für Hector entscheiden, weil ich einfach finde, dass viele haben ja immer gesagt zu Hector, ja, das ist kein richtiger Kapitän, der geht nicht voran und ich finde, gerade das hat er diese Saison unwahrscheinlich gut gezeigt, dass eben genau er es macht. Und deshalb wird meine Wahl da auch auf Jonas Hector fallen. Also 3 Spiele weniger mit Jonas Hector hätten gereicht dafür, dass der FC absteigt. Und genau. Das sagen und können muss. Ja. Dass Jonas Hector zurückgekommen ist und genau diese Rolle übernommen hat, die ihr eben beschrieben habt, dass er halt derjenige war, der auf dem Platz vorangegangen ist, der in der Kabine vorangegangen ist. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was man würdigen muss. Vom rein Sportlichen her hat Thomas wahrscheinlich recht, weil Skiri ja auch doppelt so viele Spiele gemacht hat wie Jonas Hector und sicherlich im zentralen Mittelfeld eine stabile Rolle gespielt hat. Aber von der Wichtigkeit für diese Mannschaft war die Rückkehr von Jonas Hector, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig und er hätte nicht viele Spiele mehr ausfallen dürfen. Ja, das geht ja Horn aber auch nicht. Schön, dass du auch jetzt den Namen benutzt, das finde ich gut, den vollen Namen. Ja, natürlich. Wer so heißt, hört sich ein bisschen nach Jan Pillemann Arschloch an. Ist aber immer noch nichts gegen Timo Philhorn, finde ich tatsächlich. Ja.
Honorably mention, das ist ein sehr schweres Wort für Deutsche, würde ich noch an Sebastian Bonneau geben. Hat ja auch durchaus gezeigt, dass er wichtig sein kann für die Mannschaft. Hat nicht immer nur glückliche Phasen gehabt in der Saison, hatte auch eine sehr unglückliche Phase. Das war ungefähr um die Zeit herum, wo er für die U21 Belgiens nominiert wurde und da auch sehr schlecht aussah. Man muss auch bedenken, der Typ lag zwischendurch mal in einem künstlichen Koma diese Saison, was ja richtig, richtig krass ist. Und ist trotzdem stark zurückgekommen, hat, wie gesagt, gegen Schalke da den Unterschied gemacht mit seinem... Das ist aber auch sehr FC, ne? Ja. Das Spieler aus dem... Entschuldige, das soll nicht respektierlich klingen, aber dass der FC Spieler aus dem künstlichen Koma zurückholt, damit der in der 86. Minute des letzten Bundesligaspiels noch ein Kopfball. Die Zombies stehen ich bin, auf. Ich ne? bin mir auch nicht sicher, ob die nicht vorher über Melaten gegangen sind und geguckt haben, ob da noch was abzugreifen ist. So, wir könnten noch, was ist denn, Hannes Löhr oder so hier das noch zufällig? Sind ablösefrei. So. Das ja. ist natürlich sehr, sehr FC. Ja. Das war so ein bisschen in der Abstiegssaison. Mit Bittencourt, wo er da meinte, die Leiche hat von innen nochmal gegen den Sarg geklopft oder ja. sowas. Ne? Ja. Oder Thomas Broich, der ohne Lungenflügel spielen musste, weil wir keinen anderen hatten. Ja, ja. Gibt's so ein paar Szenen. Ja, trotzdem sei es einfach noch. Mach jetzt auf! Wir brauchen dich! Muss ich wieder an die Simpsons denken, wo Lenin aus seinem Glassarg aufsteht, um die Republik zu retten. Ja, schade, dass Bornau nach Wolfsburg gehen möchte. Also, ich mochte ihn. Und jetzt ist er, naja. Aber er hat noch Vertrag. Ja, klar. Richtig lang sogar. Wie lange? 2 Jahre noch? Oder 2 dann? Jahre noch. Also, zwei. Da muss man endlich mal sagen, Armin Fee, deine 5-Jahres-Verträge zahlen sie aus. In der Personalie. Ja gut, aber pass auf, das Problem ist halt bei diesen Armin Fee 5-Jahres-Verträgen, hast du halt genau 2 Spieler, von denen du profitierst und, natürlich. Und ja. die restlichen 7 Spieler schleppst du halt weiter mit durch, ne? Klar, aber es wäre ja auch FC gewesen, dem dann nur einen 2-Jahres-Vertrag zu geben, dem Bornau. Bornau nicht sogar einen Vertrag bis 2024, wenn ich das ja, richtig auch, nenne? Das ist ja noch lange kann auch, ne? 3 Jahre sogar noch, ne? Auf jeden Fall, ja. Okay. Also, ich weiß nicht, der FC soll sich da nicht über den Tisch ziehen lassen, aber das ist natürlich... Ja, aber pass auf, wenn wir jetzt schon bei dieser Thematik Bornau sind, ne? Wie kackendreist ist denn das bitte auch, dass unser allseits geschätzter ex-sportlicher Leiter sagt, nee, aber mit dem verhandle ich nicht. Ey, eigentlich, wenn du FC bist und Eier hast, sagst du, ja, Schmatke, dann fick dich. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja auch das, was auch Preisfindung anbetrifft. Ne? Wenn sich der Spieler halt committet für einen Verein, siehst du als abgebender Club halt immer scheiße aus. Ne? Hättest am liebsten natürlich so ein mega geiles Wettbieten um den oder so, aber hast du halt ja, nicht. Klar. Und kannst natürlich sagen, Jörg Schmadtke, das wort jetzt. Aber zum einen guckt man dann am Ende des Tages auf den Kontostand und denkt sich, ob ich den nicht doch anrufen soll und zurückrufen soll. Und das andere ist halt einfach, Sebastian hat klar gesagt, dass er wechseln möchte dorthin. Ne? Das, was man ihm auch nicht verdenken kann. Wolfsburg Nö. Ist mega scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, sind wir alle einer Meinung, aber dass der Kerl wechseln möchte, kann man ihm nicht verdenken. Soll natürlich noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen, wenn es gut läuft. Und ich schätze ihn auch tatsächlich nicht so ein, dass er sagt, wenn der Wechsel jetzt irgendwie nicht klappt, steige ich nicht mehr in den Bus ein. Soll es beim 1. FC Köln ja auch gegeben haben. Hab ja, aber dafür ist er zu jung. Ne? Er macht sich ja dann auch seine Karriere damit. Ja, genau. Nicht, genau. Also, aber ich würde ihn auch charakterlich so nicht einschätzen. Ja, ne? Aber, wahrscheinlich auch nicht. Aber klar, ne? Die Argumente sind ja auch da. Ne? Der hat auch noch ewig Vertrag. Der wird auch jetzt nicht kommen. Also der ist jetzt vertraglich nicht auf Modestniveau, wo man sich schlichtweg nicht erlauben kann, den auf die Tribüne zu setzen oder so, ne? Wenn der halt nicht spurt. Aber wenn der halt mit 22 und du willst in Belgien eine Rolle spielen und in der Innenverteidigung ist da ja bald ziemlich viel Platz, was so alterstechnisch anbetrifft, kannst du dir einfach nicht erlauben, ein Jahr zu verschenken. Ja, du wirst nicht so eine Dembélé-Nummer haben, das glaube ich auch nicht. Er hat ja tatsächlich auch, wo ich das auch immer interessant finde, wenn dann irgendwie dazu gesagt wird, ja, der Spieler respektiert seinen Vertrag, dass man das jetzt irgendwie noch separat immer wieder dazu sagen muss. Ich sag
ganz offen bei Bornau, es wird mich auch wurmen, wenn wir ihn abgeben, aber auf der anderen Seite hat er hier eine gute Zeit gehabt, hat uns massiv beim Klassenerhalt geholfen. Du hast was damals für ihn 6,5 Millionen Euro bezahlt, und wenn du ihn jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Tunnel zwischen 12 und 15 an Wolfsburg weitergibst, dann ist das in letzter Konsequenz ein ganz gutes Geschäft am Ende des Tages. Ist im Übrigen für mich auch die Position, die wir am leichtesten ersetzen können, was markttechnisch anbetrifft. Ne? Also ein Sechser zu finden wie Elias Skiri für das Geld, das wir nicht haben, wird schwierig. Aber man darf nicht vergessen, es ist in dieser Saison, wer Siebter geworden, die haben mit Robin Knoche in der Innenverteidigung gespielt. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da in der Innenverteidigung auf irgendwelche 20 Millionen, die jetzt angewiesen sind, um Sebastian Bornau, bei aller Wertschätzung, die ich ihm gegenüber habe, ist ein super Spieler und so, aber einen Sechser zu finden, der auf dem Niveau spielt wie Elias Skiri, wird für 10 Millionen unmöglich sein, muss man einfach sagen. Aber einen Innenverteidiger zu finden, der Bornau halbwegs ersetzen kann, sehe ich für deutlich weniger Geld als machbar an, sagen wir es mal so. Ja, es geht ja auch nicht darum, dass man jetzt sagt, nee, Bornau muss auf jeden Fall hier bleiben. Aber der FC sollte sich trotzdem nicht verarschen lassen. Darum ging es mir halt. Ja, klar, natürlich. Oh, war jetzt auch nicht so, dass man halt sagt, ja gut, Jörg, dann hier hast du ihn halt für 8. Und wir nehmen noch Schei und legen noch 3 Millionen drauf. So. Sunny-Fair-Bongs könnten nochmal ins Spiel kommen, glaube ich. Einkaufsgutschein im El-Bandi-Schuhzentrum. Mhm. Das gibt es ja in Wolfsburg angeblich. Ich wollte noch was sagen zu Bornau. Ich habe es gerade wieder vergessen, leider. War bestimmt nicht so wichtig. Es gibt ein El-Bandi-Schuhzentrum in Wolfsburg? Das habe ich zumindest gehört, ob das stimmt. Mhm. Werde ich jetzt nicht überprüfen. Okay, noch ein Grund, warum Sepp da unbedingt hin will. Also selbst wenn es das nicht gibt, wir behaupten es einfach, das gibt es, und das ist jetzt Kanon quasi. Ja. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Man muss ihn auch ein Stück weit verstehen, glaube ich, den Bornau, dass er diesen Move machen will, weil der hat die einmalige Chance, von Michael Fronzek trainiert zu werden. Die musst du in dem Alter ergreifen. Also musst du. Der hat dich aber auch komplett traumatisiert, oder? Ja, hat er. Aber eigentlich eher positiv, weil er nicht bei uns gelandet ist. Das wäre so ein typischer FC-Trainer eigentlich. So überall sonst schon gescheitert, dann kann er auch zum FC kommen. Als Hoffnungsträger einfach, in der Winterpause geholt. Ja, das ist einfach auch so ein Seufzer der Erleichterung bei mir. Kann natürlich auch sein. So, wir haben den Spieler der Saison gekürt. Jetzt kommen wir nicht drum herum, auch den Flop der Saison zu küren. Das können wir ruhig ein bisschen weiter fassen. Das muss jetzt nicht nur ein Spieler sein, das kann auch neben dem Platz irgendjemand sein. Ich sag mal so, die Auswahl ist vielleicht ein bisschen größer als bei der anderen Kategorie. Deswegen würde ich euch jetzt mal da freie Auswahl lassen, wen ihr nominieren wollt. Thomas, magst du anfangen? Ich war hier noch komplett im Gedankenprozess. Tatsächlich muss ich sagen, der Flop der Saison war für mich Emanuel Dennis. Von allem, also von allem drumherum auch. Also ich habe die entlastenden Faktoren ja auch schon genannt, als es um die anderen Spieler im Kader ging oder die anderen Neuzugänge. Aber von allem ist das einfach, glaube ich, das Lowlight sportlicher Natur. Den Flop der Saison insgesamt habe ich ja schon genannt, quasi mit Fritz Esser, aber wenn ich da mal dann aufs Sportliche gehe, ist es natürlich die Verpflichtung von Emanuel Dennis völlig daneben gegriffen. Der Typ hat sich hier nicht, keine Ahnung, hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob es ihm sonderlich wichtig wäre, was mit dem 1. FC Köln passiert und so. Und zur Krönung aller spielt er jetzt in Watford, macht wahrscheinlich 10 Saisontore und wechselt für 38 Millionen zu Tottenham Hotspur oder so. Ja. Vitolo übrigens bei Amiens auch, ne? Der wird auch auf jeden Fall 20 Tore machen und dann. Das ist doch derselbe Verein wie Guirassy, ne? Oder? Ja, ist es. Aber jetzt inzwischen in der Ligue 2 und nicht mehr in der Ligue 1. Ja, gut, aber keine Ahnung, dann macht, weiß nicht, die scouten dann einfach nur, wer beim FC richtig schlecht ist oder so, genau. Wenn sich nicht durchsetzt. Großer Stürmer vom FC, kaufen wir. Ja, so wie sich alle beim HSV bedienen, wenn da irgendeiner richtig Grütze spielt, dann weißt du genau, bei dir blüht er auf, wenn er vorher beim HSV war. Gut, also wir haben einmal Emanuel Dennis. Haben wir noch Gegenangebote? Ich würde es tatsächlich gar nicht, ich habe mir bei Flop der Saison eigentlich gar nicht so richtig einen Spieler rausgesucht, sondern eigentlich das, was wir vorhin auch schon relativ breit
besprochen haben, das ganze Thema Kaderplanung und ganz speziell Offensivkaderplanung beim FC, das war für mich einfach die absolute Katastrophe. Wenn du dann Modest noch abgibst, wenn du einen weitwunden Andersen dort hast und dann hast du einfach überhaupt niemanden da vorne, überhaupt niemanden, keinen wirklich nominellen Stürmer mit so einen Höhepunkten wie dann, war das gegen Union, wo wir mit 6 Mittelfeldspielern gespielt haben? Ja. Da ist mir irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen. Und wenn du dir dann irgendwie in der Bilanz mal anguckst, dass du über die gesamte Saison 34 Tore gemacht hast, ein Tor pro Spieltag. Schlechter waren, glaube ich, noch Bielefeld und Schalke, wobei Schalke musst du ja bei dieser ganzen Rechnung ja eigentlich komplett rausnehmen. Die haben ja immer eine Saison gespielt, das ist ja beispiellos. Wenn die halbwegs in Normalform gewesen wären, wären die da auch weg gewesen. Das heißt, du hast nur Bielefeld hinter dir und die waren dann besser in der Verteidigung und sind auch noch vor dir gelandet. Also das war für mich eigentlich in Summe über die gesamte Saison der große Flop. Und auf einen einzelnen Spieler runterbrechen, ich weiß nicht, da, also Dennis ist natürlich auch, der spielt ja in die Rolle damit rein, der ist ja ein Teil dieses Gesamtflops, was die offensive Kaderplanung angeht. Boah, das war für mich eigentlich so in Summe das Üble, was da passiert ist und was uns ja halt auch in diese ganze Situation reingebracht hat. Obwohl das Spiel gegen Union mit den 6 zentralen Mittelfeldspielern einen unglaublich großen Unterhaltungswert hatte, weil Union nach 5 Minuten auf Außen umgestellt hat und der FC komplett hilflos war und nicht mehr wusste, Moment, das hat man uns aber in der Besprechung anders gesagt. Ihr spielt doch durch die Mitte. Warum macht ihr denn das nicht, was ihr sonst immer macht? Ihr spielt los mit doch euch? Durch die Mitte. Jetzt haben wir extra so aufgestellt. Ich möchte mit dem Manager sprechen. Ja, ich möchte hier bitte. Ihr Vorgesetzter hier, wer ist das? Das geht so nicht. Union dann gesagt hat, okay, na gut, wenn ihr in der Mitte 6 Leute ins Zentrum stellt, dann spielen wir halt außen vorbei. Und dann dieses Moment, stopp, nicht so schnell. Das war nicht abgesprochen. Das hatte einen großen Unterhaltungswert. Aber wusste ihr, dass es erlaubt ist, während des Spiels umzustellen? Weiß ich. War mir bis dahin nur. Ja, der FC kann sowas nicht. Damit ist das für alle auch verboten. Ja, macht aber nichts. Jogi Löw kann das auch nicht. Insofern ganz hohe Klasse ist der FC dann. Genau wie die Nationalmannschaft. Marco, wer ist denn dein Flop? Mein Flop ist, also ich könnte jetzt auch Emanuel Dennis natürlich nehmen. Ich glaube, da macht man nichts mit falsch mit dieser Wahl. Mein Flop ist aber Armin Fee, Horst Held. Ähnliche Qualität an auf der Sportdirektorposten, aber ich finde einfach, Horst Held hat für mich alles irgendwie diese Saison getoppt. Eine Katastrophenplanung, schlechte Winterneuzugänge und dann dieser Abgang. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon wirklich, wirklich schlecht. Ja, ist ja quasi die gleiche Richtung, ne? Ja. Ich hab den Umstand genannt und du den Verantwortlichen. Insofern passt das ja zusammen, ja. Ja. Ich glaube, ich würde auch einfach den ersten FC Köln als Gesamtkunstwerk, als Flop der Saison nominieren. Macht man, glaube ich, nicht viel falsch mit. Ja, frag mal auf Schalke, ne? Ja, aber ansonsten. Ja, gut, also aus unserer Sicht. Schalke ist mir komplett wurscht. Die Ausnahme haben wir gerade ja schon genannt. Die paar wenigen Lichtblicke, die 3, die es da gibt. Wenn ich einen Spieler rauspicken müsste, würde ich jetzt was ganz Ungewöhnliches machen. Ich würde Rafael Tschichos nehmen als Flop. Also als Spieler, der wirklich konstant Gegentore verschuldet. Der hat so viele Gegentore verschuldet, das kann man gar nicht mehr zählen. Wenn ich irgendwie da nicht wüsste, dass es gefleckt werden würde, würde ich so ein Low-Light-Video zusammenschneiden. Rafael Tschichos verschuldet Gegentore für den 1. FC Köln. Hat aber trotzdem immer so diese Haltung, als wenn er hier der große Anführer wäre, der vorangeht und alle mit Leistungen da mitreißen will. Als wenn er Jonas Hector wäre quasi. Macht aber unfassbar viele Fehler. Ist überhaupt noch nicht Bundesliga-tauglich. Und da lasse ich auch nicht gelten, dass die letzten 3-4 Spiele ganz okay waren. Das ist dann halt Recency-Effekt, den muss man da rausrechnen. Über die ganze Saison ist das für mich ein Spieler, jetzt schon seit 3 Jahren eigentlich, der uns schon so viele Gegentore gekostet hat einfach.
dass ich mich immer noch frage, warum der bei jedem Trainer so einen Persilschein hat irgendwie. Nur weil es ein guter Typ ist und der einzige Linksfuß in der Kaderplanung. Auch da musst du halt dran in der Kaderplanung. Du musst jetzt mal ganz gezielt linksfüßige Innenverteidiger verpflichten, und zwar zwei von denen, nicht nur einen, damit du nicht dauernd auf diese Personalie angewiesen bist. Aber da bin ich relativ allein damit mit meiner eher kritischen Haltung, habe ich so das Gefühl, wenn ich mich da ganz generell über die Personalie Zichos umschaue. Naja, muss halt der FC wissen. Janis, Kilian Horn und ich haben Zeit, also linksfüßige Innenverteidiger sind parat. Was ist denn mit Timo Hübers? Ist der Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Das ist hat aber schon linker Innenverteidiger gespielt. Ja. Ich sag mal so, da wir eh nicht von hinten aufbauen, ist auch egal, welchen Fuß der da hinten drin hat. Du kannst aber schön diagonal über die gegnerische Abwehr spielen als Seitenverkehrter. Ja, in Seiten halt aus, genau. Hast halt im Spielaufbau kurz ein Riesenproblem, aber den langen kannst du dann immer schön in die Tribüne tragen oder so. Ich sehe schon, wie wir nächste Saison die Gegner reihenweise mit diesen Pässen überraschen werden. Absolut. Übrigens hat Timo Hübers auch einen witzigen Zweitnamen. Oh nein. Ihr erfahrt ihn hier zuerst. So schlimm ist er jetzt nicht, aber man kann ihn mal erwähnen. Timo Bernd Hübers. Okay. Vielleicht scouten wir einfach nur nach Zweitnamen. Kann natürlich auch sein. Bernd, Kilian, Phil. Gute Truppe haben wir da zusammen, zweitnamentechnisch. Irgendein Opa oder so, der einfach da verewigt ist. In Sachen Zweitnamen sage ich nur, wie der Sohn von Kevin McKenna heißt. Der heißt nämlich Owen Achim. Und mit Bindestrich, Freunde, super. Mit Bindestrich. Das heißt, auch bei offiziellen Anlässen muss der den komplett ausschreiben. Und dann ist einfach nichts schöner als Owen Achim. Wie spricht der Kanadier Achim? Ja. Ich habe keine Ahnung. Eckem oder was? So. Okay. Gott, naja, gut. Manchmal haben Eltern noch einfach zu viel Macht über ihre Kinder. Ja, ganz genau. Da könnte ich euch Storys aus meinem Lehrerleben erzählen. Tue ich hier zwar nicht, aber irgendwann gibt es mal die Twitter-Lehrerzimmer-Leaks. So, auf meinem Programmzettel wären wir jetzt durch, nach schlanken 2,5 Stunden. Und vielleicht sagt ihr ja auch, okay, ich habe noch irgendwas, was unbedingt in dieser Saisonabschlussfolge Erwähnung finden muss. Mhm. Ja, nächstes Jahr wird alles besser. Genau. Ja, kann ja eigentlich fast nur. Wenn es schlechter wird, wird die nächste Saisonabschlussfolge aber sehr deprimierend. Aber was ist denn mit diesem Credo, was jetzt irgendwie alle auch rauskehren, dass es in der nächsten Saison einfacher sein wird, in der ersten Liga zu bleiben, als in der zweiten Liga aufzusteigen? Ist das tatsächlich so? Werden wir es in der nächsten Saison einfacher haben, in der Liga zu bleiben? Ich glaube, ja. Ich glaube, der FC wird schon Mittel und Wege finden, es trotzdem zu verkacken, egal was da drumherum spielt. Aber dann hätten sie den Aufstieg auch verkackt. Ja, klar. Wobei, das können wir eigentlich ganz gut. Also Aufstieg war ja nie so das Thema bei uns. Da ist ja eher drin bleiben. Ja, also ich glaube, dass es eine brutale zweite Liga werden wird. Eine richtig brutale zweite Liga. Ich glaube aber auf einem anderen Niveau, als wir uns das vorstellen. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass die Chancen, die Klasse zu halten, gegen Fürth, gegen Bielefeld, Bochum. Gegen Bochum, auch gegen Augsburg, auch gegen Mainz, größer sind als mit einem Kader, der ja dann nochmal völlig anders aussehen würde, in die zweite Liga zu gehen gegen die zweite Liga, so wie sie sich jetzt darstellt. Auch wenn, keine Ahnung, Werder kannst du eigentlich fast schon rausrechnen, die sehe ich überhaupt nicht da irgendwie oben einsteigen. Mit dem Trainer. Aber, ja, ne, auch mit, anscheinend geht es denen ja richtig ans Portemonnaie. Also die Lage in Bremen ist ja, also wenn du sagst, okay, wir holen Markus Anfang, wir bezahlen 200.000 Euro Ablöse, wir würden die aber gerne in Raten bezahlen, als Verein, der aus der Bundesliga abgestiegen ist, da denke ich mir, oh, das ist aber kein gutes Zeichen.
Und du musst Thomas Schaaf, den du schon ewig da als Ikone im Verein hast, musst du entlassen, weil du sein Gehalt offensichtlich nicht mehr zahlen kannst. Ja, ne? Anscheinend irgendwie in Goldbarren bezahlt wurde. Da. Ich weiß es nicht, aber das sind ja dramatische Zustandsbeschreibungen. Dennoch glaube ich, dass es für den FC in der ersten Liga nächstes Jahr tatsächlich einfacher ist, die Klasse zu halten, als aufzusteigen. Das ist ja nicht empirisch irgendwie belegbar. Nee, das ist ja nur ein Bauchgefühl. Wir wissen ja auch nicht, in welchem Kader wir in die zweite Liga gegangen wären. Genau, es ist halt einfach überhaupt nicht belegbar. Ich glaube, die zweite Liga ist einfach genauso scheiße wie jedes Jahr auch. Das erzählt das einfach vor jeder Saison, das wird schwierig, das ist einfach ein grausames Gerümpel. Wir haben das ja schon 8 Jahre lang gemacht oder so. Das ist genau wie unten im Abstiegskampf, das wird nie besser und nie schlechter. Das sieht immer extrem scheiße aus. Die zweite Liga ist eine furchtbare Fußballliga. Das ist, also ich glaube, Axel hat da tiefere Gefühle, weil der guckt ja auch irgendwie 84. österreichische Liga oder so. Was Genuss. Ja, genau. Ist ja auch völlig, also ist ja wertfrei gesagt. Jeder hat ja so seine Hobbys. Andere gucken sich halt 8,5 Stunden die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln an. Ne? Wer bin ich da? Irgendwelche Leute, also King-Shaming heißt das ja, zu betreiben. Von daher. Das mache ich ja auch noch. Ja. Deswegen, das ist ja hier kein Entweder-Oder, das ist ein Und. Ne? Ja, manche Leute sind halt sehr schmerzbefreit. Nee, aber. Das ist halt einfach, das ist auch diesmal wieder zwei, drei schlechtere, schlimmere Truppen finden, im richtigen Zeitpunkt punkten. Ne? Also ich glaube, vorletzte Saison war der FC ja auch nicht gut, war wahrscheinlich sogar die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga, hatte aber irgendwann einen Lauf. Und das muss man, glaube ich, auch in der nächsten Saison hinbekommen. Ich glaube, der Start wird extrem wichtig. Ja. Ne? Also, Wenn du aus den ersten 3 Spielen 4 Punkte holst, dann ist das ja. schon... Das wäre halt einfach. Aber nicht gegen die Bayern verlieren, ne? Weil damit die Konkurrenz nicht so weit weg ist. Hol halt einen Punkt gegen die Hertha und ja, ich bin ja völlig. Meine Fresse. Ich bin doch völlig bei dir. Bochum übrigens am dritten. Bochum. Ja. B. B, irgendwas B gegen. Irgendwas gegen Bananenhausen. Bayern, Bochum. Ja, nee, sehe ich auch. Berlin, Bayern, Bochum, guck. Ja. Ja. Das war mir nicht klar. Der Triple B-Start. Ja, tatsächlich, also ich glaube, dass wenn wir gut in dieses, also halbwegs vernünftig in die Saison reinkommen und nicht so diesen Achim Bayerlorzer Start erwischen, dann glaube ich, dass da was gehen kann. Weil wir haben es ja auch eben gesagt, ne, also auch bei aller Kritik an dem Kader und sowas, du hast natürlich auch schon Unterschiedsspieler, ne? Mit Jonas Hector, mit vielleicht auch Florian Kainz, wenn er fit ist und so. Ne? Das sind halt schon Leute, die auch mal Spiele gewinnen können. Und die Liga ist halt nicht gut. Das bleibt halt einfach so. Wer kommt denn noch? Wer kommt denn noch jetzt? Am 4. Spieltag kommt auch noch Berlin, wollte ich noch erwähnt haben, zu eurem Triple B. erst dann wird die Serie gebrochen. Ganz kurz noch zur zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass irgendwer von den 3 Großen da unten jetzt schon, also am 30.06., wo wir aufnehmen, einen Aufstiegskader hat. Also ich glaube, die müssen alle hoffen, dass nicht irgend so ein Bochum oder Fürth da so eine Serie hinlegt. Ich glaube, Schalke tatsächlich schon. Ich glaube auch. Simon Terodde, aber ansonsten. Schalke einfach. Ja, aber. Schalke konnte früh planen, ne? Die sind jetzt mit ihrer Kaderplanung fast schon durch, wenn da nicht mehr viel abhaut. Die haben für mich den gleichen Kader wie der HSV letztes Jahr. Ja, nur halt, der HSV war wieder spät zusammen und sowas und der HSV ist halt auch der HSV, ne? Also der HSV hatte auch einen Aufstiegskader. Er ist halt nur der HSV. Ich bleibe unüberzeugt davon. Also Terodde allein kann es eben auch nicht richten und Danny Latzer oder so. Nee, aber das ist halt ein solider Zweitligakader, der dir da ein paar Sachen zusammenknüppelt und vorne macht halt einer 20 Tore. Das ist halt funktioniert in den meisten Fällen, wenn man nicht der HSV ist. Ich glaube tatsächlich, du brauchst zum Aufstieg immer 2 Typen, die Tore schießen vorne. Ich glaube, der eine Stürmer reicht nicht mehr. Aber ich glaube, dass Schalke... ich glaube, dass Schalke hinten dran mit genug jungen Spielern, die durchaus mehr Qualität haben, als was der HSV da als Jugendspieler bezeichnet. Ja, ich glaube, Schalke werden nicht durch die Liga marschieren, aber ich glaube, die sind für mich Stand jetzt der große Favorit.
Weil wenn sie Glück haben, macht so ein Matthew Hoppe den nächsten Schritt in der zweiten Liga und schießt da irgendwie 10 Tore oder so. Ja, genau. Ja, kann sein. Beim HSV würde ich sogar sagen, Stand jetzt spielen die da unten mit und nicht oben mit in der zweiten Liga. Die wissen das noch gar nicht, die checken das noch nicht. Die glauben noch immer, die wären der HSV, also der große HSV, die wären wir. Aber wenn die nicht aufpassen, sind die im Abstiegskampf in der zweiten Liga mit ihrem Rumpfkader da. Du musst halt vor allen Dingen sehen, wie Tim Walter halt Fußball spielt. Das kann, das kommt halt sehr, auch das kann sehr überragend funktionieren. Das kann dir aber auch nach 6 Spieltagen schon um die Ohren fliegen. Also das ist was, das hat ziemliches Bustpotenzial. Ja, also die müssen halt, glaube ich, echt noch ein bisschen einkaufen gehen, wenn sie Geld irgendwo mehr kriegen. Sonst Die haben jetzt auch, wen haben die jetzt, Glatzel geholt? Ja, Robert Glatzel und Manuel Winzheimer. Hurra. Ja. Nein, der Winzheimer war ja vorher schon dabei, ne? Aber den Ludwig Greis aus Osnabrück haben sie ja geholt, beziehungsweise von Barca, in Anführungsstrichen. Ja, Jonas Meffert, klar, aber trotz allem müssen die richtig aufpassen. Ja, es wird halt so wie immer sein. Du wirst von diesen 3, 4 Aufstiegskandidaten, wirst du 2 haben, die da oben mit rumspielen, wovon sich mindestens einer durchsetzen wird. Du wirst wieder irgendeine Überraschungsmannschaft haben und dann wird sich's irgendwie zwischen denen ausmachen und am Ende wird der HSV Vierter. Also haben das wir jetzt mittlerweile etabliert. Also ich sag eher, die landen 2-stellig, wenn nicht noch irgendein Knallertransfer kommt. Schauen wir mal. Werden wir sehen. Ist ja auch nicht der Zweitliga-Podcast hier. Da haben wir nichts mit zu tun mit der zweiten Liga. Ein Jahr lang jedenfalls nicht. Und wir machen auf jeden Fall noch, liebe Hörerinnen und Hörer, als kleiner Teaser für euch, wir machen noch eine Saison-Vorschau-Folge, aber nicht heute und auch nicht jetzt, sondern irgendwann dann, wenn wir wissen, wie die Transferpolitik des 1. FC Köln sich noch entwickeln wird und vielleicht die ersten Testspiele absolviert wurden, sodass wir wissen, wie Steffen Baumgart spielen lassen wird. Seid gespannt auf die Folge, schaltet wieder ein. Wie sich das Tempo des 1. FC Köln unter Steffen Baumgart verändern wird. Genau. Also da muss ja ein bisschen was passieren. Ja, noch so 4 bis 5 offensive Spielertransfers plus 3 defensive. Wir kommen doch super Granaten zurück. Kingsley Schindler, Louis Schaub. Ja, Louis Schaub. Oh, hör auf. EM ist es. Ich war so positiv gestimmt. Keine Ahnung, ich mochte Schaub immer. Ich mag den auch. Ich würde ihn halt nur nie auf den Flügel stellen. Das ist das Einzige, was ich. Ich würde den gar nicht auf den Platz stellen. Ja, ich will jetzt nicht den ganzen Vorschau-Segment vorausgreifen. Ich würde nur sagen, dass dir mit 5 Wechseln Schaub als Spezialist helfen kann. Und zwar in den Spielen, wo du halt immer 0-1 hinten liegst und keinen Plan hast, was du tun sollst gegen eine Zehnerkette von Augsburg. Ich hatte jetzt gedacht, als Spieler, den du hinter die Mauer legen kannst, als diesen Windschutz. Dafür wollten wir dich verpflichten, Thomas, als zweiten Innenverteidiger und Zugluftschutz. Also, du musst doch eine breite Fläche abdecken. Dafür kommt Lasse Sobieh wieder zurück. Ich kann sagen, ja. Der Schaub nicht. Kommt er wieder zurück? Stand erstmal jetzt ja, ne? Ich glaube, die haben nicht, so die, haben ja, nicht die wie Kohle. Wie lange ist der Vertrag noch? 3 Jahre? Oder 2? Wir haben dem, glaube ich, denselben Vertrag unterschreiben lassen wie Anthony Modest, einfach so ein 10-Jahres-Vertrag. Das ist so gut. Ernsthaft? Mit Anschlussverwendung. Ja. Lange haben wir Drexler noch am Arsch? Wir haben einen ganz großen Break im Jahr 2022. Das wird das Jahr, wo wir richtig aufatmen können, diese ganze Armin-Fee-Ära abzuschütteln. Bis auf, ich glaube, Schindler und vielleicht sogar Drexler, die bis 23 Vertrag haben. Das, ich meine, Schindler und Drexler dann nochmal ein Jahr. Ja, musst du nochmal wohin verleihen. Axel, du hättest sie sonst nicht bekommen, weißt du doch. Ja, genau. Die hätten Qualität setzt sich durch. Die hätten nicht für das Dreifache an Gehalt in Köln unterschrieben, wenn die weißt nur 2 Jahre verträgen. Da kickt da so ein 28-jähriger Megakicker in der zweiten Liga und alle anderen Mannschaften sind zu doof, das zu erkennen. Die aber sehen das einfach nicht, ne? Die sehen das einfach nicht. Das ist da echt. Und dann kommt das Kölner Scouting und sagt hier, das ist er. Diamantenauge. Ich glaube, es war ja einfach immer Kicker aufgeschlagen, Notentabelle. So, Schichos holen wir auf jeden Fall, der kommt aus Kiel. Und dann nehmen wir noch, wer ist denn da besser gewesen? Ach, der Lasse Sobich, ja, der ist so ablösefrei. Ja, machen Sie mal ein Angebot fertig. Ich glaube, das ist zu komplex. Die haben Markus Anfang gefragt, wer war die 3 besten Spieler? Und hat der 3 Namen gesagt. Ja. Ein Traum, einfach so ein Traum. So eine Scheiße, ey. Ein Traum. Umso wichtiger, dass die sportliche Leitung eben nicht überwacht wird. Ach so, ich dachte, in Panik verfällt. Nee. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass
da keiner mal auch drauf noch guckt. Es muss einfach Sportkompetenz in den Verein. Ja. Dann, also ich glaube, so Leute wie Armin Fee und Horst Held sollten da mal mehr zu sagen haben. Auf jeden damit Fall. Damit sowas nie wieder passiert, weil das ist nämlich das Schlimmste, was im Fußballverein passieren kann. Der Mitgliederrat, der guckt einfach irgendwie DSF oder was auch immer und sagt sich, den holen wir jetzt. Nee, da muss mal so Fachleute ran. Fachleute. Ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass FC.com den ersten FC Köln infiltriert. Das ist richtig. Kaputt macht. Kaputt macht. Genau. Apropos kaputt machen. Ich mache jetzt hier diese Aufzeichnung nicht kaputt, aber ich beende sie jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt, was man zu der Saison sagen wir könnte. Wir sind ja auch noch eingeladen von Andi Menger zum Würstchengrillen. Genau, müssen uns beeilen, bevor der feiert heute Ausstand, habe ich gehört. Ja. Das kann man aber schon noch erwähnen. Für den noch Ablöse bekommen zu haben, ist eine großartige Leistung von wem auch immer, der es rausgehandelt hat. Ist das so? Haben wir für den Ablöse gekriegt? Der hat einen Vertrag, also why not? Erwarte ich jetzt einfach mal. Offiziell gemacht haben es nicht, aber es wurde kolportiert, ja. Ernsthaft, wenn wir für den Geld kriegen, dann feiere ich. Ja, klar, ich würde auch sagen, dass wir einfach pro Kilo kleinen Betrag bekommen sollten. Der wird in Gold aufgewogen. Jo. Nein, in Matt. Ich wollte den Witz nicht machen. Ich habe gedacht, der ist mit zu platt. hat ja die gleiche Dichte. Und den gleichen Wert, natürlich. Die Frage wird nur sein, ob Uwe Gospodarek auch Schiedsrichter in den Testspielen machen kann oder nicht. Das ist entscheidend. Ja, aber mit der Ablöse für Menger müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, dass wir den Sepp Bonner auch verkaufen müssen. Also, das stimmt. Wenn da nicht mal eine Schleife dran ist an der ganzen Geschichte, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber um jetzt noch meinen letzten Satz zur Hertha zu sagen, ich freue mich sehr auf die 93-Folge, wo ihr die Trikots ranken werdet, wenn das Trikot von Hertha drankommt, das neue. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Ich sage nichts, bevor ich das neue Trikot vom FC nicht gesehen habe. Ich auch nicht, aber es wird schwer, das zu tun. Es ist ja das letzte Jahr Uhlsport, von daher. Ja, ganz genau. Gut, alles klar. Dann würde ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei meinen Mitgesprächspartnern hier bedanken. Das mache ich jetzt einmal einzeln. Ihr dürft alle auch noch eure Projekte, eure Twitter-Accounts und sonst irgendwas pluggen und das hier quasi als Werbefläche nutzen. Raik, vielen Dank, dass du da bist. Wo finden die Leute dich und deine Podcasts? Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wie üblich beim Verzehnix-Podcast. Wir machen zwar im Moment ein bisschen Sommerpause, aber mal gucken. Ich glaube, in der nächsten Woche werden wir uns mal wieder zusammenhocken. Und da findet ihr mich auf jeden Fall irgendwie darüber. Ansonsten über Twitter. Und war schön, hier gewesen zu sein. Vielen Dank. Jo, wir danken dir. Thomas, wo kann der Hörer dich stalken? Im Volksgarten hier in der Südstadt wahrscheinlich. FC.com und @KölnSüd auf Twitter. Ne? Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude, mit Gleichwahnsinnigen über diesen Verein reden zu dürfen. Was eine Auszeichnung ist. Also Jack ist ja bekanntermaßen in Köln eine Auszeichnung. Also gerne. Immer wieder. Jo, bist du auch immer herzlich eingeladen. Genauso wie du, lieber Axel, vielen Dank, dass du da warst. Darfst du auch noch gerne deine sämtlichen Podcast-Projekte Werbung für machen. Okay, also bis morgen 5 Uhr sind wir hier auch. Darauf kommt es ja auch nicht mehr an. Ist wie eine MV. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und die Leute können gerne bei 93 reinhören. Montag kommen wir noch mal kurz aus der Sommerpause zurück und werden eine Sendung aufnehmen. Danach ist, glaube ich, 3 oder 4 Wochen Pause. Nochmal, aber ja, da findet man mich bei 93 oder wenn es Leute gibt, die auch gerne mal ein bisschen Sport wetten, dann beim Wettbrötchen oder bei Just Baseball. Wenn Leute sich auch für anderen Sport interessieren, dann sehr gerne für Baseball und da mache ich mit dem Andreas und dem Florian noch einen Baseball-Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders über Zuhörer. Ja, super. Ich höre ja nicht oft Podcasts, aber da höre ich gerne mal rein. Sehr gut. So, und dieses dreckige Lachen da, das gehört meinem Co-Moderator, dem Marco. Vielen Dank, Marco, dass du auch da warst. Auch du kannst noch Werbung für deine Projekte und Accounts machen. Ich habe keine anderen weiteren Projekte. Mich findet man ganz normal bei Twitter mit @ruhrpott_hennes. Was ist aus deinem OnlyFans-Account geworden? Noch nicht aktuell?
Nee, ich ist mir, ich glaube, da muss man dreimal klicken, dann ist zu viel Aufwand. Ach so, ja dann. Ich weiß auch nicht, ob das so meine Plattform ist, wo ich mich sehe. Du musst dich ehrlich sehen, die anderen. Ich wollte das fragen. Ja, aber. Ja, wenn ihr, also ihr könnt mich da jetzt noch gerne reinquatschen, dann mache ich das gleich. So, gut, Challenge accepted. Okay, ich bin der KY-Lennep auf Twitter, sonst auch keine anderen Projekte. Ab und zu mal einen Text auf fc.com, aber da unter Pseudonym. Viel Spaß, dieses schwere Chiffre zu lösen, wer ich da sein könnte. Mir bleibt nur jetzt euch allen nochmal ganz herzlich zu danken, auch allen Hörern und Hörern zu danken, die sich jetzt 3 Stunden hier trotzdem hier gegeben haben. Das ist ja quasi eine halbe MV vom 1. FC Köln oder ein Drittel MV vom 1. FC Köln. Jo, vielen Dank. Wir hören uns dann wieder mit der Saisonvorschau-Folge irgendwann. Bevor es weitergeht, haltet eure Podcatcher aktuell. Wir machen auch jetzt mal 2-3 Wochen Pause, bevor es uns dann wieder zu hören gibt. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und wir alle 5 sind trotzdem hier.